Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Luigi's Mansion 3, was ja gerade rausgekommen ist. Ich freue mich tierisch drauf, habe mich schon sehr lange drauf gefreut auf dieses Spiel. Und ja, ich denke wir tauchen direkt rein. Gar nicht so viel Gerede, sondern gucken uns das Ganze mal an und los geht's. Klar spiele ich mit meinen. Story oder Polterpark? Wir machen erstmal den Story-Modus. Neues Spiel. Klar. Speicherdatei. Der Spielstand wird automatisch gespeichert. Super. Bin ein bisschen gespannt, muss ich zugeben. Ist ja so ein bisschen cartoon-lastig das Ganze immer, ne? Waren die anderen Teile ja auch. Aber sehr niedlich gemacht. Ein Superhotel. Ah, der Luigi, der pennt erstmal eine Runde. Ja, zu knuffig, dieser Hund. Eieiei, er fährt aber auch gut, der Tod da, oder? Überlegt, was für eine Sprache braucht die haben. Also Mario ist ja wirklich nicht der sprachintensivste Sprecher der Welt. Here we go, let's go. Wow, das war ein goldenes Hotel. Wow. Das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus, ne? Auf jeden Fall sehe ich da viele Level drin. Bin gespannt. Oh yeah! Oh, wir werden aber gut erwartet hier. Guck mal, was für einen Empfang wir hier haben. Naja, nach all den Strapazen, die wir machen. Ach, guck mal hier. Kann man schon mit Luigi rumgehen. Ist es ja auch nur fair, wenn wir auch mal irgendwie auch einen Urlaub bekommen, ne? Guck mal, wie es alles glänzt und so. Gehen wir mal zu den Typen hier. Hola. Herzlich willkommen im Wii Hotel. Seid ihr bereit zum Einchecken? Ja, schon, ne? Thank you. Willkommen im Hui Hotel. Mein Name ist Sarah Schreck. Ich bin die Inhaberin dieses Hotels. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Also wir verstehen jetzt keine Stimmen, das wäre ein bisschen quatschi. Das kann ich auch nicht. Aber wie sie da runtergleitet? Das war kein Geist ist. Gehen wir doch erstmal zu den Zimmern. Eure Reise muss sehr anstrengend gewesen sein. Das Gepäck wird sich unser einzigartiges Personal kümmern. Er hat auch eine Maske auf, habt ihr gesehen? Oh. Bei VIPs gehört das selbstverständlich zum Service. Genauer gesagt bekommen VIPs ein so erstklassiges Rundumpaket, das ihnen Hören und Sehen vergeht. Gehen wir?
Na klar, gerne gehen wir. Let's go. Hey. Let's go. Längst schwebt. Die Zimmer von Mario, Luigi und Peach sind auf dieser Seite. Und für die Toads haben wir auf der Seite Gegenüberzimmer hergerichtet. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich wage vorauszusagen, dass es absolut unvergesslich werde. Habt ihr euch erstmal einen Geisterhund dabei? Bye. Wir treffen uns im Salon. Zum Futtern. Zum Buffet. Oh, rein da. Wir benutzen einfach mal die Tür. Oh, ist unser Zimmer? Das ist unser Hund. Das ist aber schön. Oh. Achso, ich bin mir erschreckt, weil der Hund da ist. Oh, good boy, good boy. So, funktioniert die Toilette denn auch? Erstklassige Toilette. Wasser geht auch. Ach guck mal, man kann echt alles benutzen hier. Das ist echt ganz cool. Was? Da ist eine Karte, okay. Will ich los? Nee. Rausgucken auch nicht. Hm. Und was drin? Was soll das denn? Ja. Okay, da ist nichts drin. Also machen wir unseren Koffer mal auf, wa? Wuff, wie wär's mit Ausruhen? Na klar. So. Gucken, was wir drin haben. Eine Taschenlampe. Was hat er da weggeworfen? Das Silberne, war das so ein Flachmann? Trinkt er? Ach nee, ist ein Tagebuch, was ist das? Okay. Ich dachte, jetzt hat er so einen Flachmann dabei. Weißt du, wie so ein typischer Arbeiter mit so einem schönen Flachmann dabei. Hm. Oh, Luigi. Oh, eine kleine Gute-Nacht-Geschichte? Naja, das hat er geübt. Das ist ein Special-Move. Kann mal pennen. Und? Ah! Das sieht ja grafisch echt geil aus, ne? Muss man sagen. Das ist so richtig wie so ein kleiner. Wie jetzt, wenn man selber so ein Animationstrickfilm spielt. Oh oh. Nicht mehr so schön jetzt hier. Oh. Oh, die Ballons. Oh. Nein, das ist da oben. Kann ich meinen Koffer noch aufmachen? Da. Ein richtiges Spiel zu Halloween, ne? Also nebenbei, Happy Halloween. Lass mal ganz ab. Oh, die Ballons. Okay. Komm, ich kann nicht so viel machen. Ich geh mal hier aus rum. Ins Badezimmer gehen. Da irgendwas? Oh ja, ein Badevorhang. Wissen wir genau, was abgeht, oder? Wer? Seht ihr da im Spiegel? Im Spiegel kann ich. Kann ich das auch sehen? Im Spiegel kann man Gold sehen. Seht ihr das? Da. Da ist Gold im Spiegel, aber hier ist es nicht. Da muss ja irgendwas noch. Das sieht ja. Das müssen wir uns merken. Das ist ein bisschen.
dass es da Gold gibt für uns, aber wir da jetzt noch nicht rankommen. Dann gehen wir mal raus hier. Dann gehen wir mal ganz raus aus dem Zimmer, würde ich sagen. Hallo? Was ist hier los? Oh, das schöne goldene Hotel verwandelt sich in ein düsteres Hotel, würde ich sagen. Aber komplett. Das war mal schön. Gehen wir in die Richtung erstmal. Da habe ich mir ein kleines Dings gesehen. Für die Wäsche eigentlich. Oh, ich dachte, jetzt falle ich damit rein. Ja, schön schnelles Spiel gewesen. Gucken wir, was die anderen machen. Also Peach hat ja gerade eben gerufen. Echt, ist Peach ja irgendwo? Oh, da ist eine Spinne. Gucken wir, ob Mario da ist. Oh mein. Mario. Mario? Mario? Oh, seine Sachen liegen hier auf jeden Fall. Oh, seine Pantoffeln. Die Mario-Pantoffeln. Ist der Mario im Schrank drin? Hm? Mario! Um nicht da zu sein. Ich schreck mich selber so ein bisschen hier. Mario, wo bist du? Da scheint er nicht zu sein. Hallo. Gucken wir mal, ob Peach da ist. Oh, da war schon jemand zum Reinigen da. Bei Peach vielleicht? Oh mein. Okay, Peach. Auch nicht mehr da, wie sie sein sollte. Gucken wir mal hier hin. Der Koffer. Eine Münze. Gucken wir mal in den Schrank rein. Vielleicht ist im Schrank drin. Oh. Das haben sie ja nicht schlecht gemacht. So, gehen wir hier links. Draußen sind Raben. Ja. Badezimmer kommen wir nicht, da steht ein Koffer davor. Was ist das für ein Kasten hier? Jetzt machen. Hier ist Tee, ist noch heiß. Hier ist ihr Tagebuch. Hm. Also sind alle nicht da. Okay. Der Fahrstuhl kommt. Oh oh. Mario. Oh, da ist sie. War doch klar, das. Oh oh. Die sieht aber böse aus. Unser am meisten geschätzten VIP. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ist mit dem Zimmer soweit alles in Ordnung? Die Eindrücke ist der letzte Schrei, nicht wahr? Ach, ich bin richtig aufgeregt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel es mir bedeutet, dass du die Einladung angenommen hast. Da liegt die Frage auf der Hand, warum das wohl so ist. Hahaha, ganz einfach. Es gibt da jemanden, den ich über alles verehre. Er inspiriert mich zu meinen besten Ideen. Wie zum Beispiel dich hierher zu einzuladen. Ich bin ein riesiger Fan von ihm. Deshalb freut es mich ungemein, ihm jemanden vorstellen zu dürfen. Ich. Ganz genau, Luigi. Dich und niemand anderen. Hoffentlich bist du bereit. König Buhu. Waha, Überraschung, Luigi, ich bin's, König Buhu. Dieser alte Kauz hatte mich ja in seinem Labor eingesperrt. Aber wie du siehst, konnte ich entkommen. Die Hotelinhaberin wollte mich schrecklich gern treffen und hat mir geholfen. Hurra! Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich hierher auftauchst. Aber ich bin darauf vorbereitet. Mein Rachefeldzug steht kurz vor dem Abschluss. Was für ein Rachefeldzug? Nun ja, die Frage lag nahe. Das erkläre ich gern. Ich banne deine Urlaubsbegleiter und dich in... Bilder. Ach, Luigi, es wird schon bald alles vorbei sein. Zeit für ein Wiedersehen mit der Familie. Oh, da sind sie. Oh, no. Wie gefällt dir das? Absolut umwerfen, gibst du.
Ach, und das hier ist auch schon vorbereitet. Habe ich extra für dich reserviert. Halt still, Luigi, und setz dein verschrecktes Gesicht auf. Das Spiel ist aus. Oh, oh. Ich will wegrennen. Oh. Oh, oh, fuck. Oh, 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 oh. Oh nein. Shit. Gute Nacht. Oh. Ja, dann müssen wir das, glaube ich, nochmal machen, ne? Bin ich mal kurz hingefallen und gleich erwischt worden. Wie cool ist das denn? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, keiner. Schnell laufen hier doch. Auf! War das auch verschwindet? So. Ah, ich weiß, wo ich rein kann. Ja, schon wieder rein. Los! Luigi, hüpf! Ui, da haben wir Glück gehabt. Gerade nochmal entkommen durch den Wäsche. Das war das Intro, würde ich sagen. Luigi's Mansion. Und jetzt sehen wir, wie das Hotel wirklich aussieht. Und doch ein bisschen gruseliger als gedacht, wie man sieht. Cool. Das war ein langer, cooler Anfang. Ach, ein süßer Hund irgendwie, ne? Ich finde den Hund finde ich einfach total knuffig. Da ist er. Man leckt mich wach. Mein treuer Begleiter. Gut, Papi. Ja. Okay, ich würde sagen, wir sind dran, unsere Leute zu befreien. Weiß man hier wieder hin? Können wir nicht einfach so ran? Oder oben sind Sachen, aber die können wir uns wahrscheinlich nachher mit unseren Werkzeugsachen holen. Beziehungsweise unseren Staubsauger, unseren Geistersauger, den wir jetzt erstmal finden müssen. Noch sind wir nämlich so gut wie unbewaffnet. Oh. Nicht ganz so ängstlich, Luigi. Oh, guck ihn dir an. Mann, 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 Luigi. Ist auch ein Schisser, ne? Was echt gut gemacht. Also die Animationen sind einfach nur vom Feinsten, ne? Donut? Kann man reingehen? Okay, hier ist die Parkgarage. In welche Richtung wir gehen? Gehen wir links. Da ist ein Schalter. Okay. Hätte gedacht, man könnte da rauskommen, aber ist natürlich defekt. Wie er sich steif macht, wenn er Angst hat, ne? Okay. Das kann ich auch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nehmen wir mal mit hier. Verkauf können wir. Hier können wir noch nicht rein. Das ist aber eine Truhe, wie man sieht. Lass noch zu. So, kurz überlegen, ob wir noch irgendwas finden hier. Ganz langsam oder eben ganz schnell trippeln. Das kann man sich aussuchen. Aha. Ist da runter drin? Good boy. Aha. Ein Staubsauger. Beziehungsweise unsere Saugmaschine für Geister. Yes.
I'm back. Ah, der gute Luigi. So, jetzt wollen wir gucken, was wir machen können. Ja. Ah, okay, man kann hier also blitzen. Aufladen. Und loslaufen. Ach so, ich muss jetzt an ihm vorbeikommen. Das geht nicht. Okay, was soll ich hier machen? ZR. Kann ich auch einsaugen. Mit links kann ich ihn rauspusten. Okay. Und beide zusammen. Eine Explosion. Okay. Gut zu wissen. Wuff, hast du dir alles merken können? Na klar. Das Gute ist natürlich, dass der Hund uns ein bisschen helfen kann. Gehen wir weiter. Okay, dann gehen wir nicht weiter. Hallo. Ja, auch nicht. Mal zurück. Oh, ich kann sogar die Ratten kann ich platt machen. Wo ist das denn? Alles mitnehmen. So, hier haben wir erstmal erwischt. Ah. Da müssen wir drin. Hier irgendwas machen? Nee. Warte, wir können aber hier die. Laden wir mal auf hier. Ah. Da los, kommt die Kohle immer mit da. Okay, haben wir auch. Ach, Entschuldigung. Da ging's in die Nase. Erschnupfen? Nein. Oh, das ist noch die Ratte. Nehmen wir mit. Da war ja ein Knopf. Konnten wir da durchkommen? Jetzt mal. Wir probieren nochmal. Das geht wohl nicht mehr. Gut. Wir sollten nach oben, wie man gesehen hat. Also auf jeden Fall ist unser Hund nach oben gegangen. Deswegen versuchen wir das auch mal. Wow. Das ging nicht. Hier noch eine Tür, kann man die aufmachen? Die Decke wegmachen. Ich auch nicht. Nein, los. Kann ich aus dem Loch was raushauen? Mal Münzen. Okay. Ich habe noch irgendwas nicht entdeckt, glaube ich. Mal gucken. Warte mal. Vielleicht das machen?
auch nicht. Was übersehe ich gerade? Hm. Eigentlich geht die Steuerung leicht von der Hand. Hm. Die Frage, warum wir hier nicht weiterkommen. Fehlt uns denn gerade hier zum Glück? Ah, okay. Hier noch einen Ausgang, eine andere Tür? Irgendwo? Müssen wir hier links gehen, vielleicht finden wir das ja, oder? Da kann man vielleicht da... Anmachen kann ich ja nichts mehr hier. Hier kann ich auch nicht durch. Das funktioniert hier auch ganz gut, aber... auch nicht allerbest. Hm. Sehe ich denn gerade hier, Leute? Was übersehe ich denn wohl hier? Da ist die Tür. Haha. Mann, Mann, Mann. So, jetzt sind wir nach oben irgendwie. Wo gehen wir am besten links? Erstmal links rum. Hier ist ein Donut. Das ist okay. Hallo. Ach guck mal, jetzt sind wir hier wieder, wo wir vor waren. Kriege ich aber nicht raus. Mhm. Okay, da ein paar Sachen. Wir sagen einfach mal alles auf. Wir sind die besten Ghostbusters der Welt. Viel mehr finden wir hier gar nicht. Da oben noch ein paar Sachen. Ja. Frage, wie man den da rausbekommt. Gar nicht, wahrscheinlich. Doch, da ist auch ein Schalter da hinten, ne? Das gilt ja dazu. Das ist kein Schalter, das ist nur der Strom der Steckdose. Mal gucken wir hier hin. Na gut, dann gehen wir in die andere Richtung. Oh, in diese Richtung gehen. Oh, wie er rennt, guck mal. Na, guck mal. Oh, was ist hier denn? Er sammelt. Siehste? So geht's auf. Mit dem alten Luigi teilen. Mal da rein. Hallo. Hallo. Oh, guck mal hier. Können vielleicht mal was kaufen, wenn wir genug Kohle haben. Oder wir... sammeln es einfach ein. Geil. Das kleine Würstchen nehmen wir mal mit. Ach, guck mal hier. Und was ist das denn hier? Eine Schatzkiste?
Ja! Mein Gott. Oh Gott, wir sind reich. Ja, perfekt. Ich würde sagen, ab hier stoppen wir einmal, um zu sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.